meinst du, ich interessiere mich noch für die Belegungsprognose für Vaters deutsche Hotelanlage? Oh, tut mir leid, Mason. Das habe ich aus Versehen auf deinen Tisch gelegt. Das war für CC gedacht, aber wir wurden abgelenkt. Was, regst du dich deswegen so auf oder ist da noch etwas anderes? Er war dabei, mir die letzten Anweisungen zu geben, als er weg musste, um Mrs. Sedgwick zu treffen. Renata ist in der Stadt. Aha, ja, sie ist bei Kelly. Oh. Ich habe das Gefühl, dass ich da auch mal vorbeifahren sollte, aber was war das mit Dad? Er weiß, dass ich es war, die dir die Informationen über die Andrade-Sache gegeben hat. Wie hat er das erfahren? Keine Ahnung, Mason. Womöglich durch einen Privatdetektiv oder vielleicht hat er einen Draht zu Gott. Ich weiß es nicht. Ich war sehr vorsichtig. Brauchst du ein Hörgerät, Gina? Es ist meine Schuld. Ich hätte mir die Sachen selbst besorgen sollen. Es ist nicht deine Schuld. Ich wusste, was vorgeht. Ich wusste, du testest mich. Und ich habe mich entschieden, mitzuspielen. Es war meine Schuld. Ich habe das Schicksal herausgefordert. Ich dachte, ich komme damit durch. Doch so war es nicht. Ich kann nicht fassen, dass so etwas passiert ist. Es tut mir leid, Cassie. Ich wollte so gern behalten, was ich endlich hatte, weißt du. Und jetzt will ich alles wieder verlieren. Meine Familie. Ja, für dich ist das bedeutungslos, aber nicht für mich. Oh nein, es bedeutet mir was. Immerhin bedeutet es sehr viel für dich. Wenn ich auch glaube, du wärst besser dran ohne die Catwells. Doch ich weiß, wie hart du gekämpft hast, um deine Nische in dieser Welt zu finden und zu behalten. Jetzt ist aber wohl aus der Nische eine Ecke geworden, aus der du vielleicht nicht so leicht wieder rauskommen wirst. Bist du ja endlich. Alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Was war denn nur los, Eden? Du hattest zu mir gesagt, dass du früh kommen willst. Es ist schon Nachmittag. Ich war besorgt. Ich habe überall rumtelefoniert. Ich war beschäftigt. Die Capwells. Eine wirklich tolle Familie. Ich hätte gedacht, du wirst ganz froh, eine Weile nichts von mir zu hören. Immerhin warst du nicht besonders mitteilsam gestern Abend auf der Yacht. Ja, ja, ich weiß, es war nur zu meinem Besten und so weiter und so weiter. Du wolltest sie mir ersparen, all die grässlichen Details. Du nimmst meinen Ärger in Kauf, weil du mir helfen willst. Das tut jede gute Mutter. Deswegen wollen Söhne häufig, wenn sie heranwachsen, ihre Mütter heiraten. Und deswegen wollen kleine Mädchen so werden wie ihre Mütter. Vor langer Zeit wollte ich auch mal so werden wie du. Weißt du, ich habe diese Szene immer und immer wieder vor Augen. Ich, so klein wie ich war, und der kleine Channing stehen da in unserem Versteck und hören Lionel und ich reden, während du in seinen Armen liegst, darüber, dass Eden genauso werden möchte wie ihre Mutter. Dass ich dieselbe Frisur haben wollte wie du, dass ich mich anziehen wollte wie du und dass ich auch mal Schauspielerin werden wollte wie du. Und ich sagte, dass ich nicht möchte, dass du so wirst wie ich, weil ich mich für mein früheres Verhalten schämen würde. So etwa in dem Sinn, an die genauen Worte erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich kann mich sehr genau erinnern, was später an dem Abend geschah, als ich dich das letzte Mal sah. Ich kam rauf in dein Zimmer, um dich zuzudecken. Und du warst irgendwie verändert, nicht so liebevoll wie sonst. Aber ich dachte, das würde schon wieder in Ordnung kommen. Wir zwei verstanden uns doch so gut und würden sicher über alles reden am nächsten Tag. Du warst bereits verschwunden aus meinem Leben. Und viele Jahre später, als ich mich erholt hatte von meiner Krankheit und die Erinnerung wieder kam, erfüllte mich der Gedanke an diese Nacht mit so viel Trauer und Verzweiflung. Du hättest wahrscheinlich niemals erfahren, was mit mir los war, weil ich bereits verdrängt hatte, warum ich dich hasste. Bis jetzt? Ja, genau. Und es wäre wohl besser gewesen, wenn ich es weiter verdrängt hätte, nicht wahr?
Was für mich besser wäre, spielt keine Rolle. Ich weiß, die selbstlose Mutter. Ich sag dir eins, ich habe es satt, mich herumzuschlagen mit meinen Erinnerungen. Ich will jetzt deine hören. Wir sollten warten, bis Cruz hier ist. Weil ich es nicht aushalte? Ich werde dir sagen, was ich nicht aushalte, dass du mir Dinge verschweigst unter dem Vorwand, mich beschützen zu wollen. Hast du das verstanden? Schon gut. Schon gut, Eden. Ich werde es dir erzählen. Ich werde dir alles erzählen, woran ich mich erinnere. Was genau hast du zu Lionel gesagt, während Channing und ich uns versteckten? Es könnte auch sein, ihr wart so oft zusammen, dass du nicht mehr weißt, was wann gewesen ist. Nein, bestimmt nicht. Gut. Dann lass uns doch mal anfangen. Und schön der Reihe nach. Craig, kommen Sie rein. Wir bereden gerade ein paar Dinge mit Richards Witwe. Renata, das ist Craig Hunt, ein Freund der Familie. Du sagst, du und Mr. Barr, ihr wolltet die Nacht zusammen verbringen? Ich bitte dich, Renata, sie wollte nicht die Nacht mit ihm verbringen. Auch wenn Ihnen der Gedanke nicht gefällt, kann es sehr wohl so sein, Sissi. Wer sind Sie überhaupt? Ich kenne Ihren Namen, aber... Ein sehr guter Freund. Oh, noch ein Freund der Familie. Naja, gute Freunde beschützen sich oft gegenseitig. Zu beschützen brauche ich hier niemanden. Oh, Sie wollen mich glauben machen, dass dieses Mädchen, das tagelang pausenlos mit meinem Mann zusammen war, mit ihm nach Nantucket geflogen ist, ihn in ihrem Zimmer empfangen hat... Und so reizend errötete, als er im Fernsehen für sie sang, ihn auf einmal peng einfach stehen ließ und sich in ihre Arme warf. Ja, die Fakten sind korrekt, aber ihre Interpretation geht weit daneben. Sie haben offenbar sehr viel für sie übrig. Ja, genau. Naja, das würde Kelly ja vielleicht entlasten. Aber warum sollte ich ihnen glauben, wenn selbst ihr eigener Vater es nicht tut? Was soll das, Renata? Ich habe das nie gesagt. Oh, aber natürlich, verzeih mir. Du glaubst einen gewissen Teil der Geschichte. Und zwar den Teil, der ein Alibi für deine kleine Tochter liefert. Den Rest weißt du von dir. Ich halte jedenfalls alles für erlogen. Bitte hör mir zu, Renata. Ich habe Richard gebeten, sie nach Washington mitzunehmen. Es war nicht einmal seine Idee. Ich behaupte ja nicht, du wärst schuld am Benehmen deiner Tochter Sissi oder an Richards. Wir sind beide getäuscht worden. Renata, ich weiß, du bist voller Schmerz und weißt vielleicht nicht, was du sagst, aber was bitte glaub... Ich weiß ganz genau, was ich sage. Warum stehen wir alle da und reden über Kelly, als wäre sie gar nicht hier? Ist sie nicht alt genug, für sich selbst zu sprechen? Kelly, ich bitte dich, wenn ich mich irre, dann sag's mir doch. Los, sieh mir in die Augen und sage mir, du hast nicht in den Armen meines Mannes gelegen, als er starb. Was immer es war, was ich vergessen habe, Channing hat es wütend gemacht. Seine Reaktion war so heftig, dass ich dachte, er würde auf euch losgehen. Aber das tat er nicht. Er sprang dafür vom Boot und schwamm ans Ufer. Und das, obwohl er mir versprochen hatte, mich dort nicht allein zu lassen. Fast wäre ich ihm nachgesprungen. Aber ich tat's nicht. Ich tat es nicht. Wenn ich das nur gewusst hätte. Ich hätte bereits alles gesehen. Keiner von uns war mehr derselbe seit dieser Stunde. Ich erinnere mich. Als ich nach Hause kam, fand ich Channing in seinem Zimmer. Er schlug mit dem Baseballschläger auf sein Bett ein und schrie mich an, du darfst nie jemandem erzählen, was wir gesehen haben. Und ich wusste nicht, was er meinte, denn ich hatte es vergessen. Ich hatte es verdrängt. Aber ich sagte zu ihm, sei nicht so böse auf Mama. Sie bringen sie sonst vielleicht weg, so wie Masons Mama. Er sollte nicht solche Albträume wie Mason haben. Und er sollte nicht wütend auf Daddy sein, weil Daddy ihn dann vielleicht nicht mehr mögen würde. So war es ja auch bei Mason. Und als du dann weg warst, hat Channing sich an meine Worte erinnert. Großer Gott.
Nein, er war nicht so ein Junge, der ein Mädchen heiraten wollte, das wie seine Mutter war. Das war nicht seine Welt und das war recht vorausschauend von ihm, denn tja, immerhin hat seine Mutter ihn umgebracht. Eden, ich weiß ja, ich werde mit dem Gedanken, dass ich mein eigenes Kind getötet habe, für immer leben müssen. Aber es war ein Unfall. Wenn ich gewusst hätte, dass er dasteht, hätte ich mir eher eine Kugel mitten durchs eigene Herz gejagt, statt ihn zu verletzen. Ich täte es heute noch, würde ihn das zurückbringen. Doch das wird es nicht. Aber du lebst noch. Und deswegen kann ich dir auch helfen. Ja, ich werde deine ganze Wut ertragen, weil ich dich so liebe. Und ich will einfach alles tun, um, soweit es geht, den Schaden wieder gut zu machen. Alles, was ich kann. Dann hilf meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Ich möchte wissen, was hat Jenny gehört und ich nicht. Ich möchte wissen, was hat ihn dazu gebracht, wegzulaufen. Er hatte einen Grund und genau den will ich jetzt erfahren. Ich will, dass du es mir sagst. An dem Tag, als ihr beide auf der Yacht wart und Lionel und mich gesehen habt, war ich da, um der Sache endlich ein Ende zu machen. Ich sagte zu ihm, wir werden uns nicht mehr sehen. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir sind schon so weit gegangen. Ich hasse dich und kann nicht ertragen, wenn du mich berührst. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Das sagte ich ihm. Ich sagte ihm außerdem, dass Jenny dich betrifft. Sein Sohn. Was ziehst du daraus für Schluss? Er droht sie mir, Tante. Was hat er gesagt? Sie will mich verschieben. Ich bin mir nicht sicher. Er packt mich und schüttelt mich. Sie will alles erfahren. Ich bin mir nicht sicher. Eden. Eden, hörst du mir überhaupt zu? Hast du ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt Hallo. Habe? Ist jemand zu Hause? Eden, was? Ah, wie erfreulich, euch miteinander sprechen zu sehen. Ich komme vorbei, um euch zu sagen, Renata Sedgwick macht einen Überraschungsbesuch bei Kelly. Im Augenblick ist auch Dad dort, um die Überraschung etwas zu mildern, wie ich annehme. Und ich denke, es wäre von Nutzen, wenn die übrigen Mitglieder der Familie auch vorbeifahren, ihr Beileid aussprechen und nicht zuletzt zu Kellys Unterstützung bereitstehen. Ich kann nicht missen. Ich denke, sie braucht dich jetzt. Ich komme später wieder hier. Wir führen unser Gespräch dann fort. Hören Sie, Cassandra, wir hatten unsere Probleme, ich weiß. Gina, das einzige Problem zwischen uns ist, dass Sie niemals eine Gelegenheit verpassen, um mir zu sagen, wie gut Sie im Bilde sind über meine Absichten in Bezug auf Mason und die Capwells. Die haben Sie doch auch in Bezug auf Mason und die Capwells. Nur sind die emotionaler Art und nicht finanzieller oder so. Das war mir erst nicht klar, das macht Sie zwar verwundbarer, aber wohl auch raffinierter. Was soll das bitte bedeuten? Ach, nichts weiter. Ist mir bloß herausgerutscht. Vielleicht wäre es ja hilfreich, wenn Sie versuchen, zuerst zu denken, bevor Sie sprechen. Oh, verzeihen Sie. Habe ich irgendwie eine wunde Stelle berührt? Hören Sie mal zu. Um zu vermeiden, dass Sie die Puzzleteile, die Sie aufgelesen haben, falsch zusammensetzen, was Sie wahrscheinlich tun würden, kläre ich Sie lieber darüber auf, was tatsächlich passiert ist. Wie Sie wissen, waren Mason und CC beide meine Arbeitgeber und ich war bemüht, unparteiisch zu sein. Aber dann habe ich Mason einen Gefallen getan und CC will mir nun den Laufpass geben. Ich sag Ihnen was, es ist kein großer Verlust für Sie. Sie fahren besser mit Mason und den Loggerichs. Aber es ist ein schwerer Verlust für mich. Es ist meine Familie. CC verlangt sicher nicht von Ted oder Kelly oder Eden, sich ein für alle Mal zu entscheiden zwischen ihm und Mason. Ja, aber die sind doch keine Loggerichs. Vielleicht war es einfach die falsche Entscheidung, Mason CC vorzuziehen. Der Punkt ist, wenn eins seiner eigenen Kinder sowas getan hätte, er würde ihnen vergeben. Und er hat immer gesagt, er betrachtet mich als seine Tochter. Oh, Cassie.
Sie haben noch viel zu lernen. Und Sie wollen es mir beibringen? Das will ich damit nicht sagen. Ich kann Sie aber warnen. Sehen Sie, wir sind Außenseiter. Und jeder Mensch, der ein Außenseiter ist, wird von den Capels zermahlen und verfüttert. Ich weiß es genau. Ich bin auch so behandelt worden. Wenn ich daran denke, wie ich gelitten habe. Wie verzweifelt ich bemüht war, mir einen Platz bei den Capels zu erkämpfen. Und am Ende nahmen sie mir alles weg. Und Sie würden sagen, unsere Situation ist da vergleichbar? Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich von den Capels befreit bin. Es ging mal auf und mal ab, finanziell und gesellschaftlich seit dieser Zeit. Aber eins weiß ich jetzt genau. Das Unverrückbare in meinem Leben ist die Liebe zu meinem Sohn. Sie haben recht. Das Entscheidende ist die Familie. Deswegen habe ich mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Anstatt ewig erfolglos zu versuchen, eine echte Capel zu werden. Richard hat dich geliebt, Renata. Vielleicht hat er das. Auf seine Weise. Und ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn mehr geliebt als jemals irgendeinen anderen Mann. Ich wusste, es gab da andere Frauen. Aber ich sagte mir immer wieder, das sind nur Eintagsfliegen, Groupies, die sich an berühmte Männer hängen. Und irgendwie gelang es mir, damit zu leben. Ich war die Mutter seiner geliebten Kinder. Ich war die Frau, die seinen Namen trug. Und ich war sicher, würde er jemals krank und schwach, wäre ich diejenige, zu der er kommen würde. Ich würde für ihn da sein. Tag und Nacht wäre ich dann bei ihm. Aber er stirbt in einem Hotelzimmer, hunderte Meilen weg von hier, in deinen Armen. Und dein Gesicht war das Letzte, was er gesehen hat, nicht meins. Und es war deine Stimme, die er als Letzte gehört hat. Ich konnte ihm nicht mal sagen, wie sehr ich ihn trotz allem geliebt habe. Renata, bitte. Wenn du nur da gewesen wärst. Ja, das wäre gut gewesen. Hätte ich gewusst, wie krank er war. Ich hatte keine Ahnung. Wie hättest du das wissen können? Es war nicht deine Schuld. Sie hat getan, was sie konnte, um zu helfen. Das letzte Mal, als meine Kinder ihren Vater gesehen haben, warst du an seiner Seite, nicht ich. Glaubst du vielleicht, sie sind so dumm und naiv, dass sie nicht sehen, wie vertraut ihr beide miteinander wart? Wie konntest du das tun? Ich hielt dich für eine Freundin. Kein Feind hätte grausamer sein können. Wie konntest du nur zu allem Überfluss auch noch meinen Kindern den Seelenfrieden nehmen? Wohl noch mehr Beschützer, Kelly? Renata, wir möchten unser Beileid. Es tut mir so furchtbar leid, Renata. Mason, Sophia, kommt rein bitte. Das klappt perfekt. Ihr habt ein paar Akte versäumt, kommt aber richtig zum großen Renata, Finale. Bitte beruhige dich. Du sei ruhig, Sisi. Du hast keinen Text mehr. Du hattest deinen Auftritt. Den hattet ihr alle. Der letzte Akt ist für Kelly und mich. Ja, die Szene, wo die Frau die Wahrheit über den Tod ihres Ehemannes erfährt. Also plapper los, meine Hübsche. Jetzt bist du an der Reihe. Also, Kelly? Richard und ich waren sehr erschöpft nach der Rückreise von Nantucket. Und wir beschlossen, uns etwas auszuruhen und uns dann die Fernsehübertragung anzusehen. Ein paar Stunden später kam er in mein Zimmer. Er sah sehr müde aus und sagte, er hätte nicht schlafen können. Wir sahen uns die Show an und er wollte nicht mal irgendwas essen. Er wollte weder in sein Zimmer noch etwas lesen und dann ins Bett. Wir verabschiedeten uns. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn lebend gesehen habe. Aber was mir aber noch nicht so ganz in den Kopf will, ist, was Mr. Barr, dein Freund, hier damit zu tun hat. Robert wohnte auch in dem Hotel. Wir hatten uns ein paar Mal getroffen. Ich rief ihn an, als Richard weg war, und bat ihn zu kommen. Ich machte mir Sorgen wegen Richard. Wir versuchten, ihn in seinem Zimmer anzurufen. Es ging keiner ran und ich dachte, er wird sicher schlafen, was ja gut wäre. Aber irgendwie war ich auch wieder beunruhigt, also ging ich hin und ich klopfte an die Tür. Ich rief seinen Namen, doch er meldete sich nicht. Da geriet ich in Panik. Robert sagte, hol den Sicherheitsdienst.
Und... Und das hat sie gemacht. Sie kamen und öffneten die Tür und er war da drin und er war tot. Und das war das Letzte, was sie von ihm sah. Aber du hast der Polizei gesagt, dass du allein in seinem Zimmer warst. Naja, Kelly wollte einfach nur vermeiden, dass unsere Beziehung bekannt wird, bevor sie mit ihrer Familie darüber gesprochen hat. Und das schien ja auch nicht erforderlich zu sein, bis heute. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, als er für dich gesungen hat. Und ich kenne doch diese Verlegenheit in seiner Stimme, als ich anrief und du bei ihm warst. Was ich sehen konnte, als er mir so viel Aufmerksamkeit erwies, war unglaubliche Großzügigkeit. Renata, er kam mich nach meiner Fehlgeburt besuchen. Er wusste, es ging mir ziemlich schlecht und er wollte helfen und er war nett und er war liebevoll und er war spaßig und er... Ich war für ihn nie etwas anderes als seines besten Freundes Tochter. Und als mein Vater ihn darum bat, nahm er mich auf diese märchenhafte Reise mit, um mich von meinem Kummer abzulenken und um den Zauber perfekt zu machen, verwöhnte er mich ein bisschen. Und das war das, was du im Fernsehen sehen konntest. Weißt du, er hat mir gesagt, wie sehr er es bedauert, dass ihr zwei euch auseinandergelebt habt. Er hielt das für seine Schuld und er wollte es ändern. Er wollte wieder mehr in deiner Nähe sein. In Hotels zu leben, von Auftritt zu reisen, das war nicht die Erfüllung seines Lebens. Renata, er hat dich gebraucht. Er hat dich gebraucht. Wirklich. Es tut mir leid. Ich habe alles falsch verstanden. Ich danke dir für die Wahrheit, Kelly. Kannst du mir verzeihen? Ja, sicher. Natürlich, was ist das nur für eine Frage? Nee, alles okay. Ich verstehe, was Sie gesagt haben über Brandon und eine eigene Familie. Aber ich habe ja keine eigenen Kinder. Nun, ich bin sicher, dass sich da Abhilfe schaffen lässt. Oh, ich weiß nicht. So wie ich aufgewachsen bin, naja, halte ich mich für ziemlich ungeeignet als alleinerziehende Mutter. Meine Vorstellung von Familie ist eine Mutter und ein Vater und dazu ein paar liebevolle Großeltern und ein Haufen gesunder Kinder. Naja, dann schnappen Sie sich am besten einen Mann, dessen Eltern noch leben und los geht's. Es ging bei mir zwar nicht, aber die meisten Leute machen es so. Naja, ich mache offenbar selten etwas so wie die meisten Leute. Und Mason ist doch frei jetzt. Er ist so ans Vatersein gewöhnt wie die Enten an das Wasser. Allerdings war er als Ehemann eher wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber da haben Sie ja vielleicht Ihre eigenen Ansichten. Hatte ich vielleicht, das ist längst vorbei. Im Moment bin ich da meinungslos. Na nun, warum? Ich fühle mich nicht gerade wohl bei dieser Unterhaltung, Gina. Ach, kommen Sie, Cassie. Seien Sie doch mal ehrlich. Sie wollten Mason lieben und ehren, bis dass der Tod sie scheidet. Ist doch wahr, oder? Bitte sehr. Dankeschön. Und das ist Ihre Version. Naja. Falls es Ihnen ein Trost ist. Mason festzuhalten ist wohl fast unmöglich. Wissen Sie, wir zwei haben viel gemeinsam. Ich hasse Sie, Sie hassen mich und alle beide sind wir mal verrückt nach Mason gewesen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich jemals verrückt nach ihm gewesen bin? Och, waren Sie das nicht? Ich finde, Mason ist ein faszinierender Mann. Ja, er ist brillant und charmant und ein Verführer und er ist vollkommen besessen von seiner Ex-Frau. Und ich sage zum Teufel mit ihm und mit dem übrigen Verein. Also CC hat wirklich Nerven, mich zu verurteilen. Nach seiner Gemeinheit gegenüber Rosa und Ruben stiehlt ihnen das Land. Ich habe nie etwas getan, was man damit auch nur vergleichen könnte. Und das werde ich ihm auch sagen. Ja, verdammt richtig. Gut, zeigen Sie es ihm. Zerstückeln Sie ihn. Sie werden eine Menge begeisterter Zuschauer dabei haben.
Eigentlich wollte ich nach Spanien, Craig, aber erst wollte ich Kelly noch mal sehen und danach konnte ich einfach nicht mehr weg. Vor allem, weil sie mich gebeten hat, zu bleiben. Du sollst hier in Santa Barbara bleiben? Ja, Craig, das will ich. Letzte Woche war er noch persona non grata. Also, was ist passiert in Washington, dass du so deine Meinung änderst? Ja, die Leute ändern doch öfter mal ihre Meinung, oder? Zum Beispiel ich habe meine Meinung geändert über meinen Ausstieg aus Bar Industries. Irgend sowas musste ja kommen. Das war nur eine Frage, keine Forderung. Hör zu, die Sache ist geregelt. Du bist draußen, ich bin drin. Ich gebe ja zu, dass ich die Geschäfte habe schleifen lassen, aber ich bin bereit, das wieder zu ändern. Bobby, du und ich sind nicht die besten Partner und das schon seit einer Weile. Und das Geschäft würde nicht mehr bestehen, wäre ich nicht gewesen. Aber mir gehören noch immer die Hälfte der Geschäftsanteile. Ist schon geklärt mit CC, du kriegst deinen Preis. Und du kannst woanders neu anfangen. Oh ja, das könnte ich natürlich, wäre kein Problem, du hast recht. Und ich kann sogar verstehen, dass du in puncto Geschäft so besitzergreifend bist. Immerhin ist dir sonst nicht allzu viel geblieben. Mein armes Mädchen, ein Glück, dass Renata ihr geglaubt hat, sonst ginge dieser Albtraum weiter. Ich werde mir nie verzeihen, dass ich die beiden zusammen auf diese Reise geschickt habe. Es ist nicht deine Schuld. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Wir wussten nicht, dass er krank war. Er hat nie etwas gesagt. Was du aber hättest kennen müssen, war sein Ruf. Es gab dauernd Gerede über Richard. Da war eine Affäre nach der anderen. Ja, gewiss, er war dabei so diskret wie nur möglich. Aber ein Geheimnis war es nicht. Nicht mal für seine Frau. Und du wirfst ihm einfach deine überaus verwundbare Tochter direkt vor die Füße. Aber ich habe nie etwas gewusst von anderen Frauen und hätte auch nie gedacht, dass er meine Tochter verführen würde. Vielleicht war nicht mal ein Plan dabei, aber ich könnte wetten, so ist es gewesen. Mason, du willst nur wieder Ärger machen, so wie es deine Art ist. Du hast dieselbe Vorstellung wie ich gesehen, oder nicht? Dann weißt du so gut wie ich, dass Kelly irgendwas verbirgt. Was ich da sah, war eine verstörte Frau, die erst ihr Baby verloren hat und dann einen guten Freund. Ja, das auch. Und eine Menge mehr. Wie hat Robert es wohl geschafft, wieder ein Faktor in ihrem Leben zu werden? Ja, das ist unerfreulich. Doch wenn der Schock vorüber ist und sie wieder zu sich kommt, wird sie sich von ihm trennen. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Er hat offenbar eine Art Kontrolle über sie. So habe ich sie bisher nie erlebt. Es war, als würde sie ihn erst um Erlaubnis bitten, bei jedem einzelnen Wort. Oh, komm schon, vergesst, dass ich es bin, der das sagt. Habt ihr denn das nicht auch gemerkt? Ich will nicht glauben, dass sie uns belügt, aber da ist sicher irgendetwas nicht in Ordnung. Und weißt du vielleicht, was da zu machen wäre? Naja, bereits vor Masons überdramatischer Interpretation der Ereignisse hatte ich an ein Familienessen gedacht. Eingeschlossen Kelly, ausgeschlossen Robert. Wenn du sie vielleicht anrufen würdest. Natürlich mache ich das, aber ob sie überhaupt kommt? Ich will nicht penetrant erscheinen, aber werde ich wieder weggeschickt, wenn ich kommen sollte? Kelly sieht dich als ein Mitglied der Familie. Ich denke, du solltest dabei sein. Oh, ich nehme die großzügige Einladung an. Und kann nur sagen, dass ich euren Mut bewundere. Angesichts der Ereignisse bei meinem letzten Besuch bei einem Familiendinner. Kennst du die Redewendung brennend vor Scham? Ich weiß jetzt, was sie bedeutet. Du hast das wirklich wunderbar gemacht. Du brauchst dich nicht zu schämen. Robert, ich stand da und hab gelogen. Ich hab jeden in diesem Zimmer belogen. Meinen Vater, meine Mutter, Craig, Renata. Ich fühlte ein Brennen in mir, als ob die Flammen der Hölle mich verschlingen. Hör zu. Warum meinst du, hat Richard mit seinem letzten Atemzug darum gebettelt, die Wahrheit zu verschweigen? Weil er seine Familie schonen wollte. Und deine. Ich hätte auf keinen Fall dort sein dürfen. Wie auch immer, er wäre gestorben, Kelly. Auf die Art werden wenigstens seine Familie und Renata nicht in ihrer Würde verletzt. Es wird keine kreisenden Hubschrauber und aufdringliche Presseleute geben, die peinliche Fragen stellen. So wird sie an Richard denken können, ohne ihn oder dich zu hassen. Ich will mit niemandem sprechen. Ja, ich gehe schon ran. Hallo? Eine Sekunde. Auch nicht mit deiner Mutter? Mama, mir geht's gut. Wirklich. Das hoffe ich doch sehr, mein Liebling. Ich hab dich so lieb, mein Schatz, und es tut mir furchtbar leid, was du durchmachen musstest.
Ich möchte, dass du heute Abend kommst, einfach nur, um mit der Familie zu essen, ja? Also, ich weiß nicht recht. Liebling, bitte sag nicht nein. Weißt du, wir alle brauchen dich und ich glaube, du uns auch. Einen Moment. Was ist? Sie wollen, dass ich zum Essen komme, heute Abend und allein. Okay, sag ihr, du kommst, aber nur unter der Bedingung, dass nicht über Washington gesprochen wird. Ah. Okay, ich werde kommen. Aber bitte, tut mir einen Gefallen. Ich möchte nicht über Richard reden. Ich verspreche dir hoch und heilig, das wird kein Thema sein. Ich liebe dich, Schatz. Wir sehen uns heute Abend. Liebe dich auch. Bis dann. Sie hoffen sicher, Sie können uns beide auseinanderbringen. Dann werde ich Sie gewaltig überraschen. Mason, Mason und immer wieder das Thema Mason. Bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Nein, frustriert. Wann immer Mason sagt spring, fragst du, wie hoch? Ich meine, wenn dir wirklich so viel an den Capgras liegt, warum hintergehst du dann CC? Er sagte immer, betrachte dich als meine Tochter. Ich habe ihn einfach nur beim Wort genommen. Wenn Kelly oder Eden etwas wüssten von der Sache mit Rosa, würden sie ganz bestimmt zu ihm hingehen und Rechenschaft verlangen. Ja, und nichts weiter tue ich. Ah, verstehe. Also die Tatsache, dass du die Akte geklaut und Mason gegeben hast, hat gar nichts mit ihm zu tun. Es ist nur dein Gefühl für Anstand, Recht und Ordnung. Mir missfällt dieser Ton. Ist mir egal, ob der Ton dir gefällt oder nicht. Hör zu, wenn du Träume hast von einem Prinzen auf einem weißen Pferd, wer sitzt dann im Sattel, hä? Cici oder Mason, wer? Nein, ich habe solche Träume nicht, Craig. Was mich mit Cici und Sophia verbindet, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, bei ihrer Hochzeit dabei sein zu können. Ich freue mich darauf, mit ihnen Weihnachten zu feiern und ich freue mich auf ein gemeinsames Frühstück. Oh Gott. Weißt du, ich würde es beim Frühstück belassen, denn beim Dinner pflegen sie sich in Stücke zu reißen. Was ist mit dir? Ich dachte, du magst die Capwells. Ja klar, das tue ich auch. Ich meine, ich liebe sogar eine von ihnen. Aber weißt du, Schätzchen, ich habe meine rosarote Brille irgendwann verloren. Geht mir ebenso. Weißt du, ich liebe Mason nicht. Ich bin nicht in ihn verliebt. Und er ist nicht in mich verliebt. Okay, das wirst du mir jetzt einfach glauben müssen. Hey, mich musst du davon nicht überzeugen, sondern dich. Tust du mir einen Gefallen, bitte? Würdest du bitte gehen? Oh, hör zu, ich habe eine bessere Idee. Wir gehen zusammen essen, okay? Nein, ich möchte wirklich, dass du jetzt verschwindest. Okay. Aber ich komme wieder. Du brauchst einen Freund, ob du es glaubst oder nicht. Bitte sehr, der Saft und die Rechnung. Hör zu, Mason, ich glaube, du bist hier im Moment nicht erwünscht. Ich warte darauf, dass CC zurückkommt und mit seiner Abschiedsrede fortfährt. Und eben deswegen wollte ich bei dir sein. Dann stehst du dem Drachen nicht allein gegenüber. Und ich verdiene seinen feurigen Atem wohl eher als du. Und dürfte ihn wohl besser vertragen. Ich bin kampfbereit. Ich wusste, was ich tat und was sich daraus ergeben kann. Ich bin in der Lage, mich zu verteidigen. Tja, der Drache ist bereits im Anmarsch. Ich habe dich angerufen, sobald ich Zeit hatte. Wie war's bei Kelly? Oh, na ja, Renata erhob ein paar ziemlich üble Anschuldigungen gegenüber Kelly und Richard und... Aber offenbar war Robert die ganze Zeit mit Kelly zusammen und das hat er gesagt und... somit hat er die Sache aufgeklärt. Dann ist es ja gut. Ich meine, obwohl ihr sicher nicht froh seid über die Sache mit Robert. Na ja, wir... Weißt du, wir wollen... ich meine, Kelly kommt heute Abend zum Essen, ein Familiendinner, nur für uns. Wirst du auch kommen? Ich glaube nicht. An mir würdet ihr wenig Freude haben. Also, bevor uns wieder jemand unterbricht, sollten wir unser Gespräch von vorhin fortsetzen. Erzähl mir, was passiert ist zwischen dir und Lionel auf dem Boot an diesem Tag. Eden, ich habe es dir erzählt. Nein, hast du nicht. Mason ist gekommen. Eden, bevor Mason dazwischen gekommen ist, habe ich es dir erzählt. Die ganze Geschichte. Du wirktest völlig abwesend. Ich fragte noch, hörst du überhaupt zu? Und erhielt keine Antwort. Eden, Gott ist mein Zeuge. Ich habe es dir vorhin erzählt. Ich rufe meine Mutter an und sag das Essen ab. Ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, dass ich komme. Wieso denn nur? Hast du Angst, dass sie es schaffen, uns auseinanderzubringen?
Nein, Robert, ich habe nur Angst davor, wie Sie mich ansehen werden. So, als wüssten Sie, dass ich lüge und könnten meine Gedanken Unsinn, lesen. Unsinn, das kann niemand. Halt dich an deine Story, Sie werden sie glauben müssen. Mason aber nicht. Mason, der wird stochern und bohren und immer wieder Fragen stellen. Bei dem muss man aufpassen. Der einzige Mensch in diesem Raum, der mir geglaubt hat, war Renata, weil sie mir glauben wollte. Hey, du kannst nicht vor deiner Familie davonlaufen. Damit machst du dich nur verdächtig bei ihnen. Ich bin sicher, sie erzählen mir viele Geschichten über dich. Sie wissen ja nicht, wie wunderbar du zu mir warst. Naja, dann sag dir einfach immer, das Schlimmste hast du hinter dir. Dasselbe dachte ich damals nach der Fehlgeburt auch. Von jetzt an wird immer jemand da sein, der sich um dich kümmert. Hörst du? Ja, aber Robert, ich müsste auch alleine mein Leben in den Griff kriegen. Ich schaffe es aber nicht. Oh, das ist Vergangenheit. Das solltest du vergessen. Denk jetzt lieber an die Zukunft. Ich meine, das ist doch alles, was wir haben, oder? Eine Zukunft miteinander. Hast du irgendwas? Hört sich an, als hättest du alles schon geplant. Naja, du hast recht, in gewisser Weise schon. Dann wäre es vielleicht besser, du weist mich ein, bevor es mit uns weitergeht. Du würdest nichts verstehen, egal wie oft ich es auch versuche. Und außerdem halte ich es für sehr riskant. Ich denke, ich weiß allein, was am besten für mich ist. Ich handle immer nach meinen Gefühlen. Ob ich dir was erzählen soll, wie viel und wann ich es erzählen soll und mein Gefühl rät mir im Augenblick, abzuwarten, weil du nicht in der Lage bist, es zu verkraften. Das spürst du doch selber auch, nicht wahr? Du weißt, das ist ein Prozess, der eine Menge Zeit braucht und der nicht ungefährlich ist. Andres Komplizin hatte eigentlich mich im Visier, aber den Schaden hat sie dabei dir zugefügt. Sie hat dich mit Seiten meines Lebens konfrontiert, die dich quälen und leiden lassen. Und das geht nun schon wochenlang. Du brauchst eine Atempause, Ivy. Nein, ich will die Wahrheit wissen. Ich kann nicht aufhören. Vielleicht hast du aber recht und deine Version hilft mir nicht weiter. Vielleicht sollte ich versuchen, alles nochmal zu durchleben, an Ort und Stelle. Ivy, das hast du doch schon getan und es war furchtbar für dich. Du hast es fast nicht mehr ausgehalten. Ich bin wieder hier, um mehr zu hören, oder? Wenn die Lücken anders nicht zu füllen sind, gehe ich eben noch einmal auf die Acht und durchlebe Schritt für Schritt alles noch einmal. Wenn ich es anders nicht erfahren kann, mache ich das. Der Gedanke macht mir Angst, der macht mir wirklich Angst. Und ich denke, wenn du ehrlich zu dir bist, geht es dir ganz genauso. Verstehst du nicht, Mama? Es macht mir vielleicht Angst, aber ich möchte es erfahren. Ich muss es wissen, kannst du das nicht verstehen? Irgendwie hatte ich fast erwartet, dich hier zu finden, mein Freund. Das ist sehr praktisch, so kann Cassie sich sparen, jedes Wort zu wiederholen, das ich sage. Du wirst es kaum für möglich halten, aber wir konspirieren keineswegs gegen dich. Mason, wenn du bleiben willst, dann wirst du still sein und mir das überlassen. Ich will hier nichts in die Länge ziehen, Cassie. Nur zwei Dinge habe ich von dir verlangt, Loyalität und Ehrlichkeit, die du aber offenbar nicht aufbringst. Ich bin der Meinung, dass sich unsere Wege besser trennen sollten. Du verlässt bitte mein Haus so schnell wie möglich. Da ich schon bestraft werden soll für das, was ich herausgefunden habe, darf ich ja wohl fragen, ob es wahr ist oder nicht. Mason hat sicher nicht vor, Rosa zu helfen. Falsch. Er war entzückt zu erfahren, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe und er nun diese Information gegen mich verwenden kann. Du bist in eine Falle getappt. Das war ein schwerer Fehler. Wie meinst du wohl, würden Sophia und ihre Kinder reagieren, wenn sie erfahren würden, wie du Rosa hintergangen hast, die sie alle sehr lieben, wie ich genau weiß? Meines Erachtens nach wären sie genauso desillusioniert wie ich. Nur eine Frage, Cassie. Warum bist du mit der Sache nicht zu mir gekommen, um mir von deiner Desillusionierung zu berichten? Stattdessen hast du abgewartet und getan, als wäre nichts passiert. Jetzt kam dein Verrat heraus. Nun, womöglich liegt es einfach daran, dass sie überhaupt nicht die Verräterin gewesen ist. Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Du hast die falsche Person, Cici. Der Bösewicht bin ich gewesen. Ich wollte dich nicht erschrecken, Kelly. Es sind keinerlei Bedingungen an unsere Beziehung geknüpft. Ich meine, gut. Ich habe dir geholfen, als du Hilfe gebraucht hast, aber ohne, dass ich was dafür erwarte.
Ich schulde dir sehr viel. Nein, es ist schwer, das wieder gut zu machen. Nein, das habe ich doch gerade gesagt, dass keine Wiedergutmachung nötig ist. So wie ich das sehe, hast du schon mehr gegeben als ich. Und ich mache etwas gut. Was soll ich dir gegeben haben? Alles hast du mir gegeben, einfach alles. Also das verstehe ich nicht. Tja, wie solltest du das auch verstehen? Auf jeden Fall steht fest, ich bleibe hier. In Santa Barbara. Es wird mein Zuhause werden. Weil du hier lebst und weil ich dir nah sein möchte, für immer. Robert. Was? Verlang von mir jetzt keine Versprechungen und Verpflichtungen. Ich brauche etwas Zeit. Okay, okay. Du hast alle Zeit der Welt. Ich werde... Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.